Vorsicht, Genderwahn im Stundenplan, ein klares Nein zur rot-grünen Ideologie. Meine Damen und Herren, es geht in unserem Antrag um das Wohl unserer Kinder. Und ich spreche nicht nur als Abgeordnete heute zu Ihnen, sondern auch als Mutter von drei Kindern. Meine Kinder sind erwachsen, Gott sei Dank. Aber als Politiker haben wir die Verantwortung für die nächsten Generationen. Deshalb hat meine Fraktion einen Antrag und auch eine Kampagne gegen die Frühsexualisierung in unseren Schulen gemacht. Denn, Herr Lippmann, ein Skandal jagt den anderen fast wöchentlich. In der Münchner Stadtbibliothek soll ein Drag King mit Namen Big Clit vierjährigen Kindern vorlesen. Ich übersetze Ihnen das nochmal. Der, die oder das nennt sich große Klitoris und sowas wird auf unsere Kinder zugelassen. Und dann werden Grundschüler als Probepublikum für Tänzer, die sich gegenseitig Zungen küssen und die Füße ablecken, missbraucht. Was ist hier los? Auf dem CSD-Tag in Wuppertal identifiziert sich ein 17-jähriges Mädchen allen Ernstes als Fuchs, der 4 Monate alt ist. Das ist doch ungeheuerlich. Hier läuft doch was ungeheuer schief. Was ist denn das für ein Kulturverfall? Was für ein Ausdruck moderner Dekadenz? Was für ein Frevel an unseren Kindern? Und wer das möchte, oder wer das nicht möchte, Herr Hartmann, ich spreche vor allem Abgeordnete an, die noch Kinder haben, die auch im schulfähigen Alter sind, die können heute und hier unserem Antrag zustimmen. Es wird Zeit, dass endlich diesem Wogenzeitgeist Einhalt geboten wird. Und das können Sie heute und hier für Sachsen tun. Meine Fraktion fordert, das, was wir wollen, dass die Gender-Theorie keinen Eingang in unsere Lehrpläne findet. Wir wollen, dass Eltern ein Mitspracherecht bekommen, wenn es um Sexualerziehung geht. Und wir wollen, dass aggressive Lobbyvereine keine großzügige staatliche Finanzierung mehr erhalten und keinen Zugang zu unseren Schulen. Das sind unsere Kernforderungen und es wird Zeit, dass das auch mal ausgesprochen wird. Meine Damen und Herren, hier ist Mut und politischer Wille gefragt und das können Sie heute beweisen. Von der Bundesregierung, die eine Familienministerin hat, die Pubertätsblocker und geschlechtsangleichende Operationen an Minderjährige auf ihrer Webseite empfiehlt, haben wir doch nichts, aber auch gar nichts zu erwarten. Deshalb lassen Sie uns in Sachsen ein Zeichen setzen. Wir müssen doch einmal deutlich erkennen, Projekte zum Thema sexuelle Vielfalt werden von privaten Vereinen angeboten und unter anderem über das Programm Weltoffenes Sachsen finanziert. Dabei erfolgt keine Prüfung auf Lehrplankonformität. Projekte müssen nicht vom Kultusministerium genehmigt werden und es erfolgt keine Kontrolle der Inhalte. Ebenso unterliegen Schulbücher und Lehrmaterialien keiner staatlichen Zulassungspflicht. Vereine und außerschulische Referenten müssen nicht durch das Landesamt für Schule und Bildung zugelassen werden. Es erfolgt keine Eignungsprüfung. Hier wird die Verantwortung auf die Schulen geschoben. Es sind also staatlich finanzierte Lobbygruppen, die unkontrolliert in unsere Schulen drängen. Und wenn Sie sich gern, auch wenn Sie sich gern hinter dem Wort Zivilgesellschaft verstecken. Leider zeigt die Antwort des CDU-geführten Kultusministeriums zu unserem Antrag, dass der politische Wille offensichtlich nicht vorhanden ist. Schauen wir es uns mal genauer an. Erstens die Förderung des Projekts Schule der Vielfalt. Sie sagen, die Einstellung des Projektes entspräche einem Verbot. Es gebe hier keine Rechtsgrundlage. Meine Damen und Herren, was in sächsischen Förderplänen und im Lehrplan steht, ist Landessache. Zur Erinnerung, politischer Wille ist gefragt. Und dann berufen Sie sich auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2017. Das hat nun gar nichts mit unserem Antrag zu tun. Dass es Menschen gibt, die keinem Geschlecht zuordnenbar sind, das ist richtig.
Aber hierbei geht es um das Personenstandsregister. Und zur Erinnerung, in Sachsen gab es im letzten Jahr im Personenstandsregister 17 Einträge mit dem Hinweis auf divers. Zweitens, Sie sagen, Mitspracherecht der Eltern ist nicht vorgesehen, um die Gleichwertigkeit von Bildungsabschlüssen zu gewährleisten. Jetzt wird's kurios. Also, das ist richtig, wenn es um Mathe, Physik und Deutsch geht, aber Sexualerziehung, welchen Prüfungsstoff wollen Sie denn hier vergleichen? Müssen Kinder dann 60 Geschlechter auswendig können? Das ist absurd. Drittens, ein Vetorecht bei Inhalten von Sexualerziehung kann den Eltern nicht eingeräumt werden. Ja, warum denn nicht? Es geht um den Orientierungsplan für Familien- und Sexualerziehung. Nochmal, politischer Wille ist gefragt. Und dann im nächsten Punkt weisen Sie sogar noch selbst darauf hin, ich zitiere, das natürliche Recht der Eltern und ihre primäre Pflicht, Erziehung und Bildung ihrer Kinder zu bestimmen, bilden vielmehr die Grundlage des Erziehungs- und Schulwesens. Ja, das ist genau richtig. Das ist die Grundlage. Und dann befragen Sie doch mal die Eltern, ob sie die sexuelle Vielfalt im Lehrplan mit allen ihren Auswüchsen dann auch gerne wünschen. Auf das Ergebnis wären wir gespannt. Das Ergebnis kann ich Ihnen auch voraussagen. Nächster Punkt. Ich betone das nochmal. In unserem Antrag möchte die AfD-Fraktion, dass die Sexualerziehung unter dem wissenschaftlichen Aspekt der Biologie stattfindet. Sie sagen, Sie berufen sich jetzt wieder auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil, wonach ein Diskriminierungsverbot von Personen, deren Geschlechtsidentität weder weiblich noch männlich ist, besteht. Ja, das ist auch richtig, hat aber auch mit unserem Antrag gar nichts zu tun. Dieses Urteil gibt Menschen die Möglichkeit, sich frei für ein Geschlecht zu entscheiden oder eben auch nicht, vor allem wenn sie erwachsen sind, im Personenstandsregister. Das Bundesverfassungsgericht, das erfüllt den Tatbestand, und das kann man in den Kommentaren lesen, des Individualrechts und der Gleichbehandlung gemäß unserer Verfassung. Also, sehr geehrte Mitglieder der CDU, Hand aufs Herz. Sie sind als Familienpolitik doch einmal angetreten. Wollen Sie weiter dem Gender-Gedöns hinterherlaufen? Eines kann ich Ihnen sagen. In der LGBT-whatever-Community wählt Sie ohnehin keiner. Also mit politischem Willen können Sie heute unserem Antrag zustimmen. Machen Sie sich gerade. Sie sind doch auch einmal wirklich als konservative Familienpartei angetreten. Glauben Sie mir, auch wenn Sie heute zustimmen, wird morgen die Sonne aufgehen und die Strahlen leuchten auch über eine Brandmauer zum Wohle unserer Kinder, der Familien und unserer Eltern. Vielen Dank. Thank you.